Jo Gerner hat Gutachten über Lukas leibliche Mutter fälschen lassen. Der Teenager erfährt durch Zufall davon und geht auf den Anwalt los. Seit einigen Monaten lebt Lukas, Oliver Scherkus, bei seinen Pflegeeltern Jo Gerner, Wolfgang Barrow und Yvonne, Gisa Zach. Seine leibliche Mutter Eva, Kati Thiemer, befindet sich derzeit in psychischer Behandlung und kann nicht für den Jugendlichen da sein. Eva will mit Lukas wegziehen, doch Evas Zustand verbessert sich langsam. Sie will bald ein neues Leben im Schwarzwald beginnen, Lukas soll sie begleiten. Jo und Yvonne sind allerdings nicht davon begeistert. Sie halten die Mutter noch für instabil. Ein Gutachten über Eva soll Gewissheit bringen. Eine erste Version hält Lukas Mama allerdings für stabil genug. Gerner lässt das Gutachten fälschen. Jo Gerner will sich mit diesem Urteil nicht zufrieden geben. Zu groß sind seine Zweifel, dass Eva einen Rückfall erleidet und Lukas an der Situation zerbricht. Der Anwalt erpresst den Gutachter und lässt das Dokument fälschen. Yvonne, die ihren Mann zunächst unterstützt, macht wenig später einen Rückzieher. Sie will, dass Gerner seinen bösen Plan verwirft und Lukas zu seiner Mutter lässt. Der Anwalt knickt zähneknirschend ein. Lukas konfrontiert Gerner, dennoch lässt Lukas Schicksal Gerner weiterhin keine Ruhe. Nach einer Party streitet er sich mit Yvonne. Lukas bekommt das mit und erfährt dadurch, dass Gerner Evas Gutachten fälschen wollte. Es kommt zum Eklat. Gerner ist kalt erwischt, als Lukas ihn wütend mit seinem Wissen konfrontiert. Wie kann er sich anmaßen, über den Genesungszustand seiner Mutter zu verhandeln? Während es Lukas kaum erwarten kann, endlich mit seiner Mutter wegzuziehen, versucht Gerner vergeblich, die Wogen zu glätten, heißt es in einer RTL-Mitteilung. Das Verhältnis zwischen Lukas und Jo Gerner ist auf dem Tiefpunkt. Die Folge ist am 20. Februar ab 19:40 Uhr auf RTL Plus Sternchen abrufbar.